Ja, und zum herzlichen Willkommen zurück. Aha. Let's have a look then, shall we? Zu Cyberpunk 2077. Running tight on gear? This is a North Oak, as you can see. But as many of my clients say, it's better than nothing. Da hast du recht. Ich brauche einen Ribdog. Wir müssen das hier austauschen oder höher leveln auf Stufe 4. Okay, kriegen wir nicht hin. Acht Speicherpunkte. Ja komm, why not? Können wir es nochmal upgraden? Nee, schade. Bräuchten irgendwas noch... Was unsere Panzerung erhöht. So, ich könnte natürlich erst auch mal leveln. Wäre vielleicht schlauer. Wäre schlauer, wenn ich erst mal kurz meine Level anschaue. Okay, jetzt 4 Vorteilspunkte und 2 verfügbare Attributspunkte. Stealth-Möglichkeit. Smart-Waffen. Netrunner-Fähigkeiten. Geschütztürme abreißen, Solo-Dialog-Optionen. Cyberware. Das hier. Da würde ich jetzt einfach mal zweimal machen. Das hört sich auch spannend an. Fahrzeugkampf. Dann mal noch was anderes. Straßenkampf, Sandewistan. Zehn Prozent mehr Schaden von Kopfschüssen an auf Schwachstellen. Plus 10% Speicherregeneration. Smartwaffen lasse ich halt. Ja, Smartwaffen gehe ich halt nicht. Fahrzeughacking. Hört sich auch interessant an. Gesundheitsregeneration auch gut. Granatenaufladung nehme ich jetzt einfach mal. Brauche ich nochmal einen Ripper Dog Zoe dafür? Some Ripper work done. Aha. Let's have a look then, shall we? Ja. Vielleicht können wir jetzt was kaufen. Okay, doch. Schade. Aber in den Armen.
Ich glaube, ich würde mal diesen Monodraht ausprobieren. Toxischer Monodraht. Monodraht. Thermaler Monodraht. Elektrischer Monodraht. Okay, Schockschaden. Thermalschaden, Schossen auf Blutung, Schaden auf Vergiftung. Ich glaube, ich würde da mal auf Thermal gehen. Probieren wir das mal aus. Kiroshi Optik Claron. Noch cool, wenn man sehen würde, also wenn man das vergleichen könnte und beides nebeneinander sehen würde. Wir haben jetzt hier Heb Gegner hervor, 6-facher optischer Zoom. Heb Gegner hervor. Das ist das gleiche. Hebt Sprengkörper und Fahnen hervor. Minus 30% Entdeckungsgeschwindigkeit von Kameras. Hebt Kameras Geschütztürme hervor, hebt Gegenentdeckung hervor. Dann upgraden wir einfach das. Aber das ist jetzt das. Dann können wir hier drei verschiedene Dinge aussuchen. Was die Reihe hier unten, glaube ich, betrifft. Bonusschein Stealth-Modus. Resistenz gegen Nahkampfschaden, eingeschränkte Sicht der Gegner, Tragkapazität, Zieltempo. Stealth muss ich gehe schon mal oft Stealth, von daher nehme ich das. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen Geld, dann können wir ruhig ein bisschen was ausgeben. 3 plus. 76. Okay, 90. Plus Tagkapazität. Nahkampfschaden, Ausfallkosten im Nahkampf. Titanumknochen würde ich upgraden. Okay, Panzerung. Gesundheit, Nahkampfschaden, Explosionsschaden, Aufwärtsgeschwindigkeit von Granaten, Tragkapazität. Ich nehme das hier. Das könnte man theoretisch austauschen gegen 90. Das sind nochmal 30 mehr. Kostet zwar 23.700, aber mache ich jetzt einfach. Ein Mikrogenerator, das Nachladen einer leeren Waffe lässt den nächsten Schuss einen Elektroschock freisetzen. Ah, das ist das. Können wir da auch upgraden? Ja, es sind ja bloß hier unten immer alles. Explosionsschaden, Nachladegeschwindigkeit, Aufladegeschwindigkeit von Granaten, Bodenschaden durch Querschläge, Nachladegeschwindigkeit, Schadensmultiplikator, Resistenz gegen Nahkampfschaden, Nachladegeschwindigkeit. So, das ist das hier. Dann, ups. No, wo waren wir hier bei den Händen? Dann würde ich das einfach mal so upgraden. Und lasse das mit der Explosions... Dingens.
Klingenwaffen und Wurfwaffen. Okay, da haben wir mittlerweile mehr Slots. Red weg. Plus 15% Bewegungstempo, wenn deine Gesundheit auf 25% sinkt. Können wir auch upgraden. Bonusschaden im Stealth-Modus, Quick-Hex-Schaden, anhaltender Schaden. Ich würde das nehmen. Und dann Heal on Kill. Plus 5% Gesundheit, wenn du einen Gegner neutralisierst. Halt dich automatisch mit dem ausgerüsteten Gesundheits-Item, wenn deine Gesundheit unter 35% sinkt. Hört sich interessant an. Plus 1,5 Gesundheit, wenn du einen Gegner mit einer voll aufgeladenen Tech-Waffe triffst. Nope. Wenn deine Gesundheit auf 25% sinkt. 16 Ausdauer, wenn deinen Gegner mit deiner Nahkampfwaffe neutralisierst. Gegner vergift. Gegen vergiftete Gegner, minus 90% Giftschaden, plus 10 andere Schaden. 13 Ausdauerkosten. Angriffstempo. Die Blutpumpe nehme ich sofort. Funktioniert wie ein besonders wirksames Gesundheit-Item. Stellt sofort 60% Gesundheit wieder her und regeneriert dann 6 Sekunden lang 12 Gesundheit pro Sekunde. Okay, das ist nice. Dann will ich das noch nehmen. Integumin. Okay, da brauchen wir dann mehr Edge Runner. Brauchen wir Tech mindestens 15, um dann Edge Runner freizuschalten. Und auch hier die Chrom-Konstitution. Okay. Also dann hier die Punkte fehlen. Dann will ich einfach nochmals das hier nehmen. Damit wir mehr Panz. Okay, doch nicht. So ist jetzt das bloß. Okay, man kann nur eins. Schade. Die Lustpfoten könnten wir sogar Level 4. Klar. Sowas von. Neues RAM-Upgrade gibt's nicht. Verbessern geht auch nicht. X-Disc. Ja gut, dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Können wir ihm vielleicht noch ein paar andere Dinge verkaufen? Oh, 300 Schaden mit der Schrotflinte. Und die macht 160. Dann weg damit. Dann rüste ich nachher die hier aus. Die Carnage.
Wir haben im Moment nur 52 Schaden. Tech-Pistole. Mal schauen, ich muss das nachher gleich ganz kurz anschauen. So, ja, bei der Cyberware. Quick Hacks kurz mal. Muss ich noch anders ordnen? Denn die Verseuchung ist ziemlich stark, die brauche ich oft. Kurzschluss. Überhitzen. Optik Neustart, Bewegung Cyberware. Audioshock ist eigentlich auch gut. Dann machen wir das so, weil wir haben ja einen Punkt mehr. Stealth Quick Hack. Auch spannend, wenn der Quick Hack bei einem Gegner aufgeladen wird, der vom Audioschock betroffen ist, geht dieser Gegner stattdessen weg, um einen Verbündeten bei dessen Standort zu unterstützen. Komm, wir versuchen das mal. Und dann mach ich das erstmal. Vielen Dank. Haben wir 56.000 ausgegeben? Oh Mann. Naja. Ich glaube, das war's wert. Ich glaube, das war's wert. So, und dann habe ich ja gesagt, nach diesen zwei Dingen gehen wir mal weiter und machen was anderes. Ich finde den Club, in dem die Kämpfe stattfinden. Könnten wir mal ausprobieren? Vielleicht mal zu dieser Nebenmission und dann vielleicht mal wieder in die Story was weitermachen. Mal schauen. Ja, Leute. Wow. Völlige Chaos hier ausgebrochen. Naja. So ist. Haben wir eigentlich ziemlich viel hier in diesem Gebiet, glaube ich, schon gemacht. Zum Beispiel die NCPD auf den Gang geht. Und auch andere Sachen auch geht. Nun würde ich sagen, gehen wir bei der nächsten Folge dahin. Und schauen an, was uns da erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.